Hallo, heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Das ist ein Videoformat, das es zwar auf meinem Kanal gibt, aber eher sehr, sehr selten, denn ich bin ziemlich langsam im Aufbrauchen. Und das ist jetzt, glaube ich, das dritte Video dazu. Ich habe jetzt Gott sei Dank wieder so ein bisschen was sammeln können und es reicht jetzt für ein komplettes Video. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit der ersten Sache, die ich leer bekommen habe. Und das ist ein Shampoo, nämlich von Sebamed, dieses Anti-Schuppen-Shampoo, von dem ich auch schon öfters jetzt gesprochen habe. Es ist die erste Pulle, die leer gegangen ist. Ich habe mir die bereits nachgekauft und ja, ich muss sagen, ich habe sie sehr, sehr gerne benutzt. Sie hat meine Schuppen restlos wegbekommen. Ich hatte vorher schon andere Schuppenshampoos ausprobiert und die hatten auch ihren Effekt gehabt, aber jetzt nicht diesen langanhaltenden wie den hier. Also ich habe jetzt mittlerweile auch kein Schuppenshampoo mehr in Gebrauch, sondern jetzt wieder normale Shampoos und ich freue mich so darüber. Es ist so ein riesiger Schritt irgendwie, ja, nach Monaten von Schuppenshampoos jetzt wieder auf ein normales umzusteigen. Deshalb muss ich wirklich sagen, ich glaube, es lag daran, dass es zum Schluss diesen letzten Kick gegeben hat, dass wirklich die Kopfhaut sich wieder komplett beruhigt hat und dass ja, ich jetzt wieder ganz normale Kopfhaut habe ohne Schuppen. Und deshalb kann ich das jedem empfehlen, der Schuppen hat. Allgemein nochmal zum Schuppenthema, weiß ich nicht, ob da noch ein Video dazu kommt, aber auf jeden Fall dazu schon mal eine Empfehlung. Dann das nächste habe ich gleich in doppelter Menge aufgebraucht, nämlich das Gesichtswasser, das Micellenwasser von Nivea. Allerdings habe ich mir ja schon das neue von Garnier gekauft, auf das ich so, so, so gespannt war. Und dazu werde ich auch noch bald etwas sagen in einem anderen Video. Und ja, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Produkt und auf jeden Fall sehr gut geeignet für eine sensible Haut. Also ich bin da ja sehr, sehr empfindlich und ich habe das sehr gut vertragen. Ich finde das Micellenwasser von L'Oreal, das ja auch sehr gehypt wird, nicht so gut. Also ich fand das immer irgendwie nicht so berauschend. Dann habe ich ja das hier geleert. Das ist der Cleanser von Essence für die Gel Nails, die ja aus dem Sortiment gegangen sind. Also mittlerweile gibt es die, glaube ich, auch wirklich nicht mehr zu kaufen, zumindest nicht in der Drogerie. Online gibt es die Produkte ja noch bei Cosmetic for Less, soweit ich das verstanden habe, solange eben noch Vorrat da ist. Also wenn alles weg ist, dann ist eben auch alles weg. Es wird nicht mehr nachproduziert, aber bis dahin kann man es dort noch erwerben. Und ja, ich finde es schade, aber vielleicht haben es manche schon jetzt gesehen in den letzten Videos auch, dass ich mir die Gelnägel jetzt schon komplett abgefeilt habe. Also ich bin jetzt mittlerweile mit nackigen Nägeln unterwegs. Am Anfang war das sehr, sehr ungewohnt. Es tat auch weh, muss ich sagen. Also ja, ich weiß nicht, wenn du dich damit auskennst, wenn du mal Gelnägel hattest und dann wirst du wissen, was ich meine. Das ist dann immer sehr empfindlich. Aber ich habe jetzt auch sowas benutzt, das die Nägel stärken soll und damit komme ich ziemlich gut klar. Als nächstes kommen wir zu einem Duschgel. Das ist nämlich von Original Source, dieses Limetten-Duschgel. Da sind ja 40 echte Limetten drin und ich habe das aufgebraucht und danach habe ich mir das nicht nochmal gekauft. Davon gibt es noch verschiedene andere Sorten, haben mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so extrem gereizt. Ich fand das jetzt nicht schlecht. Es war halt, also ich finde, man hat gemerkt, dass da Limetten drin sind, echte Limetten. Das war so ein bisschen sehr, böse gesagt, jetzt reizend für die Haut. Also es hat meine Haut auf jeden Fall nicht gepflegt, sondern es war eben so ein bisschen diese Limettensäure, die man auch gespürt hat auf der Haut. Bei Duschcremes finde ich das immer so ein bisschen angenehmer, wenn sie auch so ein bisschen was Pflegendes drin haben. Natürlich kann man das nach der Dusche nochmal mit besonderer Body-Körper-Butter-Pflege nochmal draufschmieren, aber das war mir einfach so ein bisschen zu stark. Deshalb, ja, wird es mein einziges bleiben und das kommt jetzt eben in den Müll. Dann als nächstes habe ich etwas vielleicht Interessantes. Das sind nämlich diese Mitesser-Entferner-Streifen von Nivea. Davon bin ich ja mittlerweile komplett weg. Ich hatte damals immer das Gefühl, die sind richtig, richtig gut. Sind sie übrigens auch. Also sie kriegen richtig viele Mitesser runter. Und das hat mich immer total gefreut. Ich habe aber dann viel recherchiert über Hautstruktur, was die Haut allgemein macht. Und habe mich auch viel mit Mädels unterhalten, die sich eben auch damit beschäftigen. Und dann sind wir eben darauf gestoßen, dass gerade diese Mitesser-Streifen sehr, sehr schädlich sind. Also sie nehmen zwar diese Mitesser weg, aber das führt leider dazu, dass diese Poren dann immer weiter noch vergrößert werden. Außerdem ist es so ein Teufelskreislauf, aus dem man nicht mehr rauskommt, denn nachdem man die Mitesser rausgezogen hat, ist die Pore so weit geöffnet, dass darin dann nochmal neue Bakterien reinkommen und ja, sie sich da dann schön einnisten können und dann werden schon wieder neue Mitesser produziert. Und das habe ich tatsächlich auch beobachtet. Also ich fand, dass meine Poren nach einer Zeit wirklich immer größer und noch weiter gewesen sind und
eben diese Mitesser nicht weniger wurden, sondern sie kamen dann in regelmäßigen Abständen wieder. Und dann fing ich ja erst an, über dieses Thema nachzudenken und habe dann eben nicht mehr sowas benutzt, sondern bin zu meinem chemischen Peeling gekommen. Es ist zwar immer so ein Mythos, den man hört, wenn es heißt, die Poren können dann verkleinert werden, aber es ist zumindest so, dass sie zu ihrer Ursprungsgröße wieder ja, sich zusammenziehen können. Das ist auf jeden Fall möglich und das schaffe ich im Moment mit meinem chemischen Peeling und mit meiner Hautreinigung im Allgemeinen. Also ich bin wirklich sehr zufrieden im Moment, deshalb auf jeden Fall an alle Finger weg von diesen Mitesserstreifen. Ich weiß, ich habe sie eine Zeit lang sogar in den Himmel gelobt, aber ja, so ist es halt. Ne? Man lernt halt auch dazu. Dann habe ich als nächstes etwas Dekoratives zu zeigen, nämlich von P2 und zwar gleich in fünffacher Ausführung. Das sind nämlich erst einmal diese vier Stück von diesen Impressive Jill Kajal Stiften in Schwarz. Ich lobe sie ja in den Himmel. Also ich benutze sie ja wirklich immer, also jeden Tag immer, wenn ich mich schminke, benutze ich diese Impressive Jill Kajal Stifte und ich glaube, das ist der Beweis dafür, dass ich sie wirklich exzessiv benutze. Nun ist es ja aber so gewesen, dass die Formulierung geändert wurde und mittlerweile gefällt mir das nicht mehr so gut, weil das so ein bisschen schmierig geworden ist. Das war damals bei denen gar nicht so der Fall gewesen. Deshalb musste ich wieder zurück zu diesen Perfect Look Kajal Stiften vom P2. Die sind leider so ein bisschen härter von der Mine, das heißt, der Auftrag ist so ein bisschen mühsamer und ja, man muss halt ein bisschen fester aufdrücken, tut auch nicht ganz so gut am Auge, aber trotzdem hält die Farbe bombenfest und sie verschmiert nicht, sie geht nicht weg. Bis am Abend sieht das alles noch gut aus. Und bleiben wir gleich bei dekorativer Kosmetik. Da habe ich nämlich noch eine Sache leer gemacht. Das ist diese Kiko Mascara, von der ich auch immer schwärme, die ich auch immer benutze. Und ich finde, sie hat eigentlich ziemlich lange gehalten dafür, dass ich sie so oft benutzt habe. Ich verlinke sie auch unten. Ich weiß, viele fragen, welche ist das denn jetzt nun? Da gibt es ja doch einige bei Kiko. Aber ich kenne ehrlich gesagt auch nur diese eine Mascara von Kiko. Das Einzige, was so ein bisschen schade ist, ist halt diese sehr große Bürste. Also da ist es ein bisschen schwierig, gerade die unteren Wimpern. Deshalb tusche ich die auch immer mit einer nochmal anderen Mascara. Aber für die oberen ist die einfach top, weil sie perfekt trennt und dann nochmal verlängert und den Schwung hält. Und was ich dann nochmal zusätzlich an Volumen für die Wimpern brauche, das hole ich mir dann eben von einer anderen Mascara, die ich damit kombiniere. Und ja, ich weiß, viele sagen immer, meine Wimpern sind total zusammengeklebt und total fliegenbeinig. Aber das ist der Look, den ich sehr, sehr schön finde. Also ich mag es sehr gerne, wenn die Wimpern so Manga-mäßig abstehen und ja, eben verklebt sind tatsächlich auch. Und dann noch ein Duschgel habe ich leer gemacht, worüber ich unglaublich stolz bin. Das ist nämlich hier von Trickle Moon oder Trickle Moon. Mit den Produkten ist es ja so ein bisschen eine Hassliebe von mir. Also ich finde, das ist so unglaublich schwierig, die endlich mal aufzubrauchen, weil das einfach so viel Produkt ist, was da drin ist. Also 500 Milliliter, da braucht man einfach eine Ewigkeit dafür. Und dabei hat mir auch mein Mann jetzt geholfen, dass es mal endlich leer wird. Ich muss sagen, bei dem mit Erdbeere war das, glaube ich, was ich davor hatte, das ging mir echt irgendwann ziemlich auf die Nerven. Dieser Geruch einfach jedes Mal in der Dusche zu riechen, das ist bei dem ganz anders. Also den Geruch mag ich sehr, sehr gerne. Es ist so frisch und es ist irgendwie so zitrusartig. Ich mag ja Zitrusgerüche sehr, sehr gerne. Aber ich habe es mir nicht nochmal nachgekauft und ich werde es wahrscheinlich jetzt auch nicht tun, denn es gibt einfach noch so viele andere tolle Duschgele, die ich gerne ausprobieren möchte. Und die sind ja jetzt auch nicht so diejenigen, die gut pflegen, sondern ja auch eher nur reinigen quasi. Dann habe ich noch ein bisschen geschummelt, nämlich was zu essen habe ich mir auch noch hier reingepackt, aufgebraucht, also aufgegessen. Und zwar ist das hier ein Riegel von Alnatura, dieser Karamell- und Keksriegel. Der war wirklich sehr, sehr lecker. Der Keks ist allerdings nicht so richtig knackig, sondern so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie schon mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen, so ein bisschen ja, eben nicht mehr ganz so knackig, aber trotzdem hat er wirklich gut geschmeckt. Auf jeden Fall so ein bisschen angelehnt an Twix. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Produkt. Das sind nämlich diese Honigwaffeln hier, die ich natürlich auch schon direkt geleert habe, die auch irgendwie an Twix erinnern. Irgendwie erinnert mich hier alles an Twix. Die finde ich ja super, super lecker. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Und alle, die es schon probiert haben, die waren auch total begeistert davon. Das ist wirklich etwas, ja, ich glaube, das wird ab jetzt in jedem DM-Haul zu sehen sein von mir. Dann habe ich noch ein Duschgel, nämlich von Kneipp, das Wachgefühl geküsst und ich glaube, das ist auch etwas, ja, darüber brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil das auch eines der Produkte sind, die ich wirklich gerne mag, aufgrund der Konsistenz, weil es als super fluffiger Schaum rauskommt und weil es meine Kinder auch sehr, sehr gerne mögen, beim Duschen eben auch mit Schaum dann sich so einzuseifen und das,
Ja, es ist schwierig, die Kinder zum Duschen zu bewegen und dass sie auch noch Freude dabei haben. Und deshalb bin ich diesem Produkt sehr, sehr dankbar dafür. Ich mag den Duft ja auch sehr, sehr gerne und ich greife auch zu diesem Duschgel öfter als zu anderen, die aktuell in meiner Dusche stehen. Falls du mein Video zu meiner Duschgel-Sammlung gesehen haben solltest. Und das war's auch schon. Das waren so ein paar Produkte, die ich leer gemacht habe. Ich bin stolz auf mich. Ja, sag mir, ob du auch stolz auf mich bist. Ich weiß, andere YouTuber schaffen da viel, viel mehr, aber ich komme da einfach nicht so richtig hinterher, aber trotzdem, ja. Ne? Das nächste Video kommt bestimmt auch schon bald. Dann hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Ich verlinke meine letzten beiden in der Infobox und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.